Da war die Dünsebacher Torturmhalle in Eschwege am Samstag sehr gut gefüllt. Und das für einen guten Zweck. Alleine bis Mittag waren etwa 800 Menschen gekommen, um sich für den kranken Henrik Wolf aus Eschwege typisieren zu lassen. Der Fünfjährige leidet an einer seltenen Erbkrankheit der septischen Granulomalose und sucht dringend eine Blutstammzellenspende. Der stete Strom an Hilfsbereiten riss den ganzen Tag nicht ab. Als erstes ging es zur Registrierung. Meldete man sich mit Namen, Adresse und Telefonnummer an und schon ging es weiter zur nächsten Station. Vorne registrieren und die Daten werden eingegeben. Wir kriegen einen Ausdruck, kleben dann einmal mit einem Strichcode und dem Namen des Röhrchen und die Personen müssen dann auch die Einverständniserklärung unterschreiben und gehen zur Route. Augen zu, ein Pieks und eigentlich fertig. Gar nicht so schlimm. Dr. Neumeier erklärt, was passiert, falls ein geeigneter Spender gefunden wird. Blutstammzellen gründen an sämtlichen Knochen des Körpers. Wenn man sie direkt gewinnen will, kann man an den größten Knochen des Körpers gehen. Das ist der Beckenknochen, da kann man die Nadel reinstechen. Wegen der Schmerzen würde man das in Narkose machen. Das bedeutet, dass man in der Klinik 3 Tage sein muss. Die andere Möglichkeit ist, dass man 3 Tage ein Medikament einnehmen muss, das diese Blutstammzellen aus dem Knochen heraus ins Blut ausströmen lässt. Und dann kann man aus dem Blut heraus im Blutspendedienst mit einer Maschine, mit der wir von unseren Blutspendern Blutbestandteile entnehmen, ohne Krankenhausaufenthalt. Für Ordnung sorgten die Johanniter-Unfallhelfer aus Göttingen. Wir haben hier die Zahlenkombination drauf, deswegen bleibt das bei uns in der Ordnung halt. Mit so einer Zahlenkombination und abheften nach Zahlen und dann kann man das wiederfinden sehr schnell. Genau. Zur Stärkung gab es für die Spendenbereiten Kuchen von Wolfs, Erbsensuppe der Männerköche und Bratwurst von Fleischerei Happel. Die Erlöse aus den Verkäufen gingen natürlich direkt auf das Spendenkonto von Henrik. Ja, also ich habe das gemacht, ich habe selber 3 Kinder, ich kann mich da als Elternteil natürlich ganz gut reinversetzen, wie schlimm das sein muss und ich hoffe, dass ich da mit so einem kleinen Pieks ein bisschen helfen kann. Weil ich es wichtig finde, der Junge ist 5 und er hat noch so viel vor, deswegen braucht er unbedingt unsere Hilfe. Ja, ich bin Mitglied bei der DKMS, kann leider durch meine Blutspende bisher nicht helfen, aber natürlich durch ein bisschen Geld. Und die Geldspenden werden natürlich genauso gerne gesehen wie die Blutspenden. Am besten natürlich beides.